Los. Ja, wieder eine neue Servervorstellung. Diesmal nur zu zweit mit Martin und mir. Wir haben einen TeamSpeak-Server, der da vorne steht. Ja, wollen wir mal mit dem Rundgang anfangen, oder? Jo, okay. Oh, oder das Rundflug. Ist das ganze Team von uns. Nein, nicht noch jetzt. Das ganze Team von uns, Moderatoren und so weiter. Da vorne sind die Warps, die zurzeit funktionieren. Und das sind die Regeln. Am besten alle durchlesen. Und ja, wenn nicht, dann irgendwann. Richtig. Dann haben wir keine Probleme. Ja, Partner-Server haben wir, nur keine Lust irgendwie aufzuschreiben im Moment. Wie man sieht, unser wunderhübscher Spawn. Ja, hier ist eben das Verzauberungsding. Verzauberungsding. Mit einer Trostkarte. Ja, Ding. Da geht's zum Freebolt. Dazu später. Ja. Das sehen wir ja alles, wenn wir gleich bei den Warps sind, ne? So. Wenn man in die Stadt reinkommt, sieht man erstmal dieses riesige Cube-Teil. Das ist ein kleines Minigame. Das ist ein Minigame. Mini-großes Game. 200 Blöcke hoch. Ja. Und dann schwimmen wir schon wieder. Wir mussten den Server neu machen, weil aus der alten Welt alles chaotisch war und unkoordiniert gebaut wurde. Und wir haben auch ein paar lustige Trends, wie zum Beispiel auf einer Treppe sitzen. Warte, ich komm vorbei. Komm zu deinem Haus. Ui. Unser Lift-Plugin ist zwar ein bisschen schwierig erstmal zu verstehen, aber es funktioniert. Ja, sobald alle drin sind, machen wir erstmal Tag. Damit man auch mal sieht, dass es regnet. Gut. So, das sind die normalen Häuser. Hier baut sich die Welt ja sowas von nicht auf. Ja, die Kirche, wunderschön. Ohne Game Mode und alles gebaut. Ja, von zwei Usern namens Oxman und Terra. Da ist der Shop. Hier ist normaler User. Unten sind die Moniten. Und weiter oben dann noch die normalen da. Was aber noch hier in Bearbeitung ist. Aber unten kann man schon einkaufen gehen. Ich denke beim Shop. Ja, wir haben jetzt einen Shop. Also sind jetzt etwas billiger. Ja, da man, aber verdient man ja sowieso sehr viel Geld. Ja. Ja, da hinten ist das Hotel. Und das kleine Teamhaus. Boah, da bin ich, da bin ich. Boah, da bin ich. Wunderschön gebaut. Das ist voll hässlich ab. Nein, hässlich. Halt's Maul. Der Kopf ist zu dumm. Du bist zu dumm. Und ich will sowas abbauen. Und die Schultern sind zu breit. Nein, doch nicht. Bau es besser. Denn muss man verbessern. Ja, da ist das verboten, da es noch für Teams zugänglich sind. Ein bisschen Pixelart. Ich glaube, das ist ein Digimon, aber Shiggy erkennt ja wohl jeder. Wunderschön. Ja, das ist ein... was ist das? Keine Ahnung. Weiß ich. Ist mir eigentlich auch egal. Der Bauer denkt, das ist Exo-Greymon. Oder wie der heißt. Ja. Ich will jetzt gerne nachschauen. Also. Am besten ein anderes Digimon. Bei uns kann man VIP-Rechte bekommen, indem man sein Haus wunderschön baut, quasi. Einfach nur, dass es toll aussieht. Dies ist so ein Haus. Auch wenn ich nicht weiß, warum da unten zwei Dinger noch im Boden. Wenn die Leute gut bauen, dann kriegen sie als Anerkenntnis dafür VIP-Rechte. Was beinhalten die, was war es noch alles? Ja, jetzt gehen wir noch am Freebolt. Ja, was kann man als VIP als machen? Mal vergessen. Als VIP kann man sich im Kompass teleportieren. Was kann man noch? Das Teleportieren, so haben wir glaube ich rausgenommen. Nimmt ihr alles raus?
Auf jeden Fall, da hat man noch VIP-Rang. Ja. Und ich habe vorgeschlagen, man als VIP nur God Vault benutzen kann, als jeder normale User, das nervt dann. Na, was machen wir? Gehen wir jetzt in Freebuild oder? Ich spiele durch das Portal. Na, gehen wir durch das Portal. So, hier ist auch alles etwas noch alt in dem Team und so. Weil hier kommt ein Affair ist. Hier sind die normalen Dinge, wo hier gebaut worden sind. Die haben sie nur rüber kopiert. Ja. Da ist dann noch so ein Haus. Ein Brunnen. So ein komisches Ding, was da schön war. Und irgendwo da hinten. Noch ein Haus. Und ein angefangenes Projekt. Alle Sachen hier wurden ohne Game Mod gebaut. Senden. War ein sehr aktiver User. Jetzt leider keine Zeit mehr. So, ja, da hinten haben die danach auch die zwei Dinger gebaut. Davon hat der Rampel auch schon ein Video gemacht. Ja, die genau, bei der Bau von diesem Teil. Ich glaube, das Video geht eine halbe Stunde oder so. Ja, 35 Minuten, denke ich mal. Hier sind nach so ein kleines Dorf von den Usern. Das war unser Freebuild-Dorf, womit wir angefangen haben, alles komplett ohne Cheats zu bauen. Ja, du hast irgendwie. Ich hab nicht gecheatet. Nee. Nein. Ich glaube, jetzt haben wir alles gezeigt. Ja, im Moment noch nicht besonders viel da, ne? Ja. Die meisten bauen ein Freebuild. Ja, machen wir einfach, gehen wir mal einen normalen Freebuild. Geh vor, ich treffe dich. Ja, gut, dass der direkt da baut. Ah ja. Hier sind dann noch ein paar Häuser. Und Schwämme schon wieder. Ja, Schwämme werden gerne benutzt. Die bekommt man halt durch das Cube. Das ist Godwalk. Nicht Cube, sondern dieser Godwalk. Damit können die Leute fliegen. Ja, aber wer die sind dann auch so benutzt mit Bot Using und die bekommen danach. Das wird bestraft. Erstmal abgenommen und falls es noch später noch einfach. Leg dran. Und du legst. Der Bug Using. Nein, du legst. Nein, du legst. Fucking wird nicht gerne gesehen. Nein, du legst. No. Ja. No. Hier wurde gequieft. Oder? Okay, gebombt. Was haben wir hier Schönes? Ja. Okay, nicht so schön. Und da das erste Mal, wo man den Schwarm noch für 25.000 verkaufen konnte und für 50.000 kaufen konnte, wurde der Verkaufspreis auf 0 gesetzt. Da es einfach nur mit Bug-Using viel zu schnell Geld gemacht wird. Richtig. Ja. Oh, jetzt sind wieder Spiele drauf. Das wär's dann mit der Aufnahme eigentlich. Ja, jetzt war's alles. Jo, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.